Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Goat. Bei diesem Projekt schnappe ich mir ein Goat-Deck, gehe damit auf die duelingbook.com Goat-Ladder und ihr seid live dabei. Mein Name ist natürlich Philipp, aka Return Winner. Ihr merkt, wie wenig ich das Projekt gemacht habe, wenn mir nicht mal meine Anmoderation mehr von den Lippen geht. Ja, erst einmal muss ich mich wieder mal bei euch für euer überwältigendes Feedback der letzten Road to Goat-Folge bedanken. Ihr habt wirklich unfassbar Bock auf das Format an sich und auch auf die neue Idee mit dem Format, die ich hatte. Im letzten Part haben wir uns die erste der 8 Top 8 Decklisten in Halle geschnappt, haben damit 5 Matches auf der Ladder gespielt und Bilanz geführt. Deswegen machen wir das jetzt mit der zweiten. Letztes Mal hatten wir eine ziemlich außergewöhnliche Liste. Diesmal ist es relativ Standard, denn wir haben die Top 8 Deckliste von Luca aus Nürnberg. Grüße gehen raus, ich weiß, dass du ein Abonnent bist. Der ein Chaos Turbo gespielt hat. Und die Liste sieht relativ standard aus. Wir haben nur 19 Monster im Main. Das ist tatsächlich relativ wenig. Wir haben die Tsukuyomi nur im Side-Deck. Triple Shoot im Main. Wir sehen Wing Blast statt Regeki Break. Wir sehen Triple Jar im Main. Kein MST Main-Deck. Und der Rest ist genau das, was man sich von der Chaos Turbo-Liste erwartet. Side-Deck, Triple, Mind-Control, die Doppel-Vox gegen Burn. Ceasefire ist eine sehr interessante Karte, vielleicht eine Timeout-Entscheidung oder vielleicht auch auf das Mirror-Match gedacht. Das normale Anti-Warrior-Board mit Schwerter und Triple-Saku. Wir sehen aber keine Zumbiras, sondern Skilled Dark Magician. Sieht man auch nicht oft. Und dann noch ein Kaiku, ich denke, fürs Mirror-Match, so wie MST und Zuku, die man sonst auch mal gerne im Main-Deck sieht. Wir haben heute wieder 5 Matches mit diesem Deck vor uns und gucken mal, ob ich mit dem Deck besser abschneiden kann als mit dem Flip-Agro von Nico. Damit bin ich ja 3-2 gelaufen. Schauen wir mal, wie es jetzt wird. Und daher würde ich sagen, ohne weitere Umschweife, cutten wir direkt zu Match Nummer 1 gegen Clap for the Wolfman. Und ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Haben wir gegen den im letzten Part gespielt? Das werde ich nach dem Match hier mal checken, weil der Name kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Und ich spiele im Moment nicht viel Ladder. Also eigentlich spiele ich, abgesehen von Aufnahmen, gar nicht Ladder. Und irgendwie kommt es mir vor, als, ja, die letzte Aufnahme ist schon eine Weile her. Deswegen wäre das schon ziemlich krass, wenn wir jetzt hier nochmal denselben Gegner hätten. Diesmal spielen wir aber ein anderes Deck. Pot of Greed von Clap for the Wolfman. Das ist der Start des Guten. Damit kann man auf jeden Fall schon mal anfangen. Wir sehen eine Backrow und wir sehen einen Kaiku. Natürlich eine schöne Anti-Chaos-Karte. Eine weitere Backrow geht face down und wir werden direkt getrapped, Dust shootet. Der gute Wolfman sollte uns hier jetzt den Night of Silent nehmen, denn mit dem könnten wir jetzt Plus machen mit der Grace, indem wir ihn mit einem anderen Flip abwerfen, um nur eine Karte abgeworfen zu haben. Ich denke, das ist hier der absolut logische Shuffleback. Night of Silent wird auch zurückgeschuffelt. Ich denke, es ist trotzdem gar nicht mal so abwegig, hier zu gracen. Wobei, wir können auch erstmal versuchen, ob wir Shoot durchkriegen. Ich setze jetzt hier den Magician. Ich erwarte keine Mind Control im Main Deck. Und selbst wenn er den Magician weg Nobleman sollte, habe ich den 2 in der Hinterhand. Denn das sieht ja nach einem Aggro-Deck aus von meinem Gegner. Gegen den 2 ist nämlich auch super. Und das war ziemlich dumm. Warum setze ich den Magician ohne zu gracen? Willkommen in der Aufnahme bei Road to Goat. Willkommen bei Philipp macht Misplays. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gegen ihn mit diesem Deck gespielt haben letzten Part. Das war ein Chaos Monarch mit Cold Wave und so. Den haben wir gefaced. Ist schon witzig, wie es nicht mehr sein kann. Raincon, Cold Wave, dann haben wir Abyss Soldier, Jar und Möbius. Und ich würde gerne den Jar wegschaffeln, der sieht am bedrohlichsten aus. Möbius, Abyss und Jarback. Dem Magician, das setzen wir natürlich gerade unfassbar dämlich. Irgendwie habe ich in meinem Kopf gerade eine Spell im Friedhof gehabt, ohne einen Friedhof zu haben. Erster Zug, erster Missplay, aber dafür kennt ihr mich auch. Ich schneide das nicht raus. Ich versuche jetzt zu recovern und das Ding trotzdem zu gewinnen. Und vielleicht beschwört er ja einen Möbius, poppt die Card Destruction und wir können den Magician trotzdem für Plus resolven. Das wäre irgendwie funny. Aber gucken wir erstmal, dass der gute Wolfman jetzt den Cyberjob wegschaut. Ich glaube, es war sogar. War es nicht sogar das letzte Match im letzten Part? Das heißt, wir haben jetzt back-to-back den gleichen Gegner. Und ich habe den letzten Mal sogar, glaube ich, vor 2 Wochen aufgenommen. Das ist so ein gigantischer Zufall. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich seitdem kein einziges Match mehr auf der Ladder gemacht habe. Das wäre auch noch nicht passiert. Back-to-back gleiche Gegner kriegen.
Aber gut, dann scheint der Wolfman entweder sehr viel zu grinden oder es ist ein sehr, sehr witziger Zufall. Aber das ist eben das, was die Leiter manchmal macht. Unser Gegner ist gerade nicht da. Er möchte den Cyberjet zumindest, er hat ihn uns gezeigt, aber schaffelt ihn nicht zurück. DB hat im Moment ein paar Lag-Probleme. Vielleicht ist es das. Oder AFK oder ich weiß auch nicht. Ja, unser Gegner disconnected. Wahrscheinlich kommt der gleich wieder. Ich meine, sollte er jetzt hier disconnecten, wäre das ein Win für uns, so traurig wie es ist. Aber so funktioniert dieses Projekt. Ihr wisst, ich schneide keine Matches raus. Und wenn ich sage, ich spiele 5 Matches, dann spiele ich 5 Matches. Und wenn bei diesem Match ein Disconnect dabei ist, dann ist das die Natur der Ladder. Und das möchte ich bei diesem Projekt eben auch showcasen. Das gehört für mich dazu. Sollten wir disconnecten und verlieren, zählt das eben auch. So ist das Leben. Und ja, er hat noch eine Minute, um zurückzukommen. Ich werde jetzt keinen Cut setzen. Die eine Minute kriege ich auf jeden Fall weggeredet. Ja, es wäre auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Start fürs Chaos Turbo. Und mein Misplay wäre nicht gepunished. Das tut mir immer noch ein bisschen im Herzen weh, dass mir das passiert ist. Aber es kann eben mal passieren, vor allen Dingen. Und das möchte ich nochmal betonen, weil ich glaube, wenn man das selber nicht macht, versteht man nicht, wie schwierig das ist, zu labern und gleichzeitig zu spielen. Ey, das ist so ein Unterschied. Ich habe ja mittlerweile auch einen Let's Play-Channel und da merke ich das auch. Wenn man selber Let's Plays guckt, dann schreibt man dann den Screen an und denkt, Alter, was machst du denn da? Bist du dämlich? Bis man dann selber eben ja, sich auf zwei Dinge auf einmal fokussiert. Und dann ist das schon wieder gar nicht so einfach. Und es sieht ja so aus, als würden wir tatsächlich einen DC-Win kriegen. Wolfman hat noch 20 Sekunden. Eieiei, also scheint wirklich sein Internet entweder ganz weg zu sein. Oder er hat keinen Bock mehr auf uns, das kann auch sein. Naja, warten wir jetzt aber noch die letzten 10, 9. Nein, das ziehe ich jetzt nicht durch. Ja, wäre ein guter Weg. Also ich meine, das Deck ist definitiv ein Deck, mit dem wir 5-0 gehen können, weil Chaos Turbo ist ein starkes Deck. Und das ist schon mal ein guter Anfang dafür. Na, DB? Yes, wir gewinnen Match Nummer 1. Relativ antiklimatisch. Aber gut, so ist das Leben manchmal. Dann cutten wir einfach mal direkt zu. Ja, jetzt ne, sage ich, wir cutten zu und dann sage ich gleich das Match. Und das wird episch, ihr werdet sehen. Wir cutten zu. Und ihr dachtet, wir cutten zum Match 2. Nein, ich will euch noch was zeigen, denn ihr seht hier gerade, das ist meine Rating, ja, meine Rating-History. Es ist tatsächlich der Gegner, der letzte Gegner im letzten Part war und ich habe seitdem kein einziges Rated-Match mehr gemacht. Das heißt, ich wurde jetzt back-to-back in Rated-Games gegen denselben Gegner gepairt und ich habe jetzt, ich guck mal gerade, wie viele Rated-Matches ich in meiner Gold-Karriere schon habe. Ihr seht es, über 2000, das ist mir noch nie passiert. Das hatte ich wirklich noch nie. Back-to-back denselben Gegner, vor allem nach über einer Woche nicht gespielt. Funny, aber jetzt cutten wir zu. Match 2 gegen The Dons. Kein Gegner aus der letzten Folge, also ein First für diese Folge. Ja, man lebt immer wieder was Neues auf der Ladder. Und das sind so die kleinen Geschichten, die dieses Projekt schreiben. Also ich meine, wir sind bei über 100 Folgen. Das ist nicht sogar die 111. Folge, da muss ich eigentlich einen Triple-Schnaps abgeben dafür, einen dreifachen, das Wort hat mir gefehlt. Aber ja, ich habe schon öfter gegen Gegner mehrmals gespielt, aber in zwei Parts Back-to-Back, wie gesagt, das passiert mir noch nicht. Wir dürfen anfangen mit einem Pot of Greed, das ist eine gute Karte, um damit zu starten, habe ich gehört. Gibt keinen Grund, hier nicht zu upstarten, deswegen tun wir das direkt und ich ziehe hier einen Nobleman. Ich könnte direkt theoretisch sogar direkt Card dienen. Aber ich würde ein Chaos verlieren. Ich würde ja eigentlich eine recht gute Hand verlieren. Und ich bin mal so bold, ich spiele jetzt hier nicht um den Nobleman rum. Ich versuche es einfach. Ich meine, wenn wir Nobleman werden, ist das nicht das Ende der Welt. Und wenn nicht, dann resolven wir gleich noch einen Pot. Und das ist doch auf jeden Fall etwas Schönes. Unser Gegner denkt sich erstmal, Grace ist besser als Pot und open mit Grace. Definitiv gut. Gucken wir mal, was für ein Matchup wir haben. Wir haben einen einfachen Sieg jetzt im Rücken. Und das sieht nach einem Mirror-Match aus. Deko und Knight of Silent werden discarded. Deko kommt auf die Hand. Und jetzt hoffe ich, dass wir keinen Nobleman kriegen. Da kommt ein Duo. Okay, jetzt haben wir leider keinen Flip mehr in der Hand, um den Knight of Silent zu abusen. Das ist ein bisschen schade. Und wir kriegen die Card Destruction aus der Hand gerippt. Ich hätte Jar unchainen können. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber glaube ich, fein, dass ich das hier nicht gemacht habe. Und jetzt discarde ich hier den Tribe. Weil Knight of Silent kann ich vielleicht noch abusen. Wollen wir mal schauen. Der Gegner schreibt was in den Chat. Ich weiß nicht was, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. Oh, ich glaube, unser Magician geht durch. Das wäre natürlich wirklich, wirklich gut. Denn ein Monster und zwei Backrow. Werden wir geshootet? Das ist jetzt die große Frage. Yes, wir werden hier geshootet. Sehen aber noch drei neue Karten, wenn der Magician durchgeht. Von daher nicht dramatisch. Wir haben ja jetzt natürlich in den Flip nachgezogen. Aber ja, mit der Deko. Ich denke, er wird jetzt hier den Chaos Sorcerer wegschaffeln. Das macht am meisten Sinn. Wir haben einen Nobleman, sehr wahrscheinlich für seine Deko.
Und ja, Nock, Sorcerer, der gute Ass, der Knight is silent und die Dekuichi. Gegner hat sich also notiert, was wir auf der Hand haben, ergibt Sinn. Und wird uns da jetzt was zurückschaffeln. Und zwar den Knight is silent. Der geht back. Alles klar. Ich glaube nicht, dass wir einen zweiten Shoot sehen, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt knocken, bevor ich einen anderen Play mache. Weil das ist wahrscheinlich die Deko und ich will nicht in meine Deko ziehen. Und deswegen... oh, ist sogar ein Spy. Ist aber auch nicht schlecht, jetzt hier alle drei Spies rauszuhaben. Dadurch wird mein Draw besser. Und wir kennen dann jetzt die Deko in der Hand von The Dons. Gutes altes Turbo-Mirror-Match. Mal gucken, ob ich das noch drauf habe. Ich meine, mein Start ist gerade so gut, da sollte das klappen. Gehen alle drei mit dem Gegner raus. Das ist gut. Und dann gucken wir mal, ob ich hier den Pot zurückkriege. Erstmal gucken wir, ob DB... Ja, ich sag ja, DB-Lags sind gerade so ein Ding. Target-Pot. Ist das fein oder kommt da eine Response drauf? Es ist okay, wir haben den Pot und ich spiele jetzt hier nicht um den zweiten Shoot rum. Also werde ich jetzt auch erstmal charren. Denn sollte ich einen Donnerdrachen ziehen, dann kann ich den direkt discarden, damit Pot abusen. Ich wollte halt vorher den Morph flippen, um irgendwie nochmal, um potenziell so Raigiki Break oder so rumzuspielen. Ist der ja okay? Da könnte ein Decree liegen, man weiß ja nie. Vielleicht ist es ein Control mit Decrees und Shoots, kann alles sein. Deswegen will ich hier auf jeden Fall fragen. Aber DB scheint hier gerade so ein paar Macken zu haben. Ja, es ist okay. Wir ziehen in den Sangan und jetzt ja, kommt kein Shoot. Und deswegen potte ich das zweite Mal in diesem Game. Ich habe gehört, zwei Pots resolven ist ziemlich, ziemlich gut. Dann wollen wir das doch mal tun. Vielleicht kommt ein Solemn drauf oder so. Gegner ist gerade relativ langsam mit den Responses. Wobei das, glaube ich, einfach nur daran liegt, dass, wie gesagt, DB ein bisschen laggy ist. So, wir ziehen in zwei Karten. Oh Gott, ist das brutal. Okay, das ist ziemlich, ziemlich brutal. Ich werde ja trotzdem noch nicht gracen, weil mit Sangern können wir in Serpent gehen und wir können auch immer noch auf den Donnerdrachen warten. Außerdem sehe ich gleich mit Shoot die Hand und dann weiß ich, was ich vielleicht mit Grace eher das garden sollte. Von daher, das sieht aber gerade sehr, sehr dominant aus, was ich hier habe. Wir kriegen 1-3 Damage rein. Ich kann den Shoot setzen. Wenn der jetzt hier nicht weggeballert wird oder in der Drawphase irgendwas gemacht wird, dann sehen wir die Hand von Dons und kriegen dann volle Informationen über dieselbe. Meine Güte, ist das ein starker Start von uns. Das ist der Grund, warum Chaos Turbo eins der besten Decks im Format ist. Wenn es so hat, ist es sehr schwer besiegt zu werden. Selbst von anderen Chaos. Würdest du bitte... Also ja, okay. So, wir sehen die Mirror Force, wir sehen einen Ring, wir sehen eine Deko und wir sehen einen Breaker. Ich würde die Deko zurückschaffeln, der Breaker stört mich gar nicht. Ja, genau. Deko back. Mit dem Breaker kann er keinen wirklichen Plus machen. Können wir mit CS einfach entsorgen. Wir wissen jetzt, dass er eine gute Backrow hat. Und zieht mit dem Jar eine weitere Karte. Okay, jetzt haben wir also eine weitere unbekannte Karte. Könnte jetzt vielleicht doch ein Flip sein, den sie Dons zieht. Das ist theoretisch möglich. Setzt aber, ja, das wird wahrscheinlich, das wird nicht der Breaker sein. Ich gehe stark davon aus, dass er jetzt nicht einfach einen Breaker setzt. Und wir ziehen einen Nobleman. Das ist ein ziemlich starker Draw. Und dann werde ich jetzt hier auf jeden Fall diesen auch direkt einsetzen. Vielleicht ist es, ja, es ist, oh, er hat direkt die Deko wieder gezogen. DB-Shuffling-Mechanismus hat also wieder bestens funktioniert. Vielleicht war es auch die andere Deko, wer weiß. So, die Version von Lukas spielt nur zwei Dekos und mein Gegner spielt... Oh, spielt er drei? Gegner spielt drei Dekos. Okay, ja, dann war es recht wahrscheinlich. Also, das heißt wahrscheinlich, aber wahrscheinlich her, dass er eine zieht. Dann wissen wir jetzt, dass Ring und Mirror Force und Breaker die letzten Karten bei The Dons sind. Wir können jetzt hier einfach ein bisschen Damage machen. 1-3 hat er sich abgezogen, setzen wir die Deko und geben ab. Das Game haben wir komplett im Griff. Jetzt müssen wir, also wenn man in so einer guten Position ist, ist das, worum man immer nachdenken muss, ist so, was sind meine Lose-Options? Also, wie kann ich verlieren? Und darum müssen wir jetzt rumspielen. Erstmal kommt der Breaker. Ich hätte vielleicht den Magician in Death setzen können, aber habe ich nicht gemacht. So, Dekuichi gibt mir einen weiteren Draw. Das ist ein Duo. Oh mein Gott, wie kann man so unverschämt ziehen? Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und jetzt sehe ich auch noch einen Donnerdrachen, womit ich grazen kann. Das ist wirklich, wirklich frech. Das ist rotzefrech, was ich hier habe. Ich tue jetzt mal zuerst. Ich bin in so einer guten Position. Das heißt, dass ich meinen Gegner Ressourcen nehme, ist nicht schlimm. Und wir sehen in CS, also wissen wir jetzt zu 100%, dass da Ring und Mirror Force Face Down liegen. Das heißt, jetzt kann ich hier meinen Donnerdrachen abwerfen und dann einfach gracen und gucken, was ich finde. Und das machen wir ja auch. Vielleicht finde ich einen Tsukuyomi, was absolut insane wäre. 1, 2, 3, Ring. Achso, nee, ist ja gar keine Tsukuyomi im Main Deck. Stimmt ja. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Wir werfen hier die beiden Donnerdrachen ab. Und ja, wir kennen zwar den Ring, aber ja, den Color Chain, das bringt ihm aber auch nicht viel. Und wir können trotzdem einen Breaker für Prio nehmen. Deswegen
committen wir hier auf jeden Fall den CS, baiten damit den Ring raus, kriegen den Breaker weg und können für Damage gehen. Lässt den Ring sogar noch liegen. Jetzt gehen wir hier wieder für 1-3 Damage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Odons hier Mirror Force. Und jetzt kann ich den Magician auch in Angriff lassen, weil der Chip mattert, denn wir haben auch einen Ring. Und wir wissen ja gerade, das hat er überhaupt Light Dark im Grave? Er hat nicht mal ein Light im Grave. Und da kommt echt die Mirror... Okay. Okay, er committet Mirror Force und Ring. Das ist irgendwie wild, dass er jetzt beide direkt rausfeuert. Wir kriegen unseren Sangan-Trigger und jetzt holen wir uns einfach noch einen Magician, oder Leute? Würde ich doch mal glatt sagen, wir holen uns den weiteren Magician, um unsere Power-Spells zu recyceln. Und ich setze jetzt hier einfach... So, gegen was können wir jetzt verlieren? Jetzt müssen wir genau drauf aufpassen. So Pot-Top-Deck, Into-Stuff. Aber ich glaube, wir können ja einfach alles runtersetzen. Haben wir schon genormelt? Nein, wir haben nicht mal genormelt. Ich kann sogar den Magician setzen. Das ist ja absolut brutal. Okay, setzen wir den Magician runter. Und selbst Pot-Into-Stuff wird ihm hier, glaube ich, nicht viel bringen. Es ist einfach nur eine Backrow. Und ja, es scheint nicht zu kommen. Und ich recycle hier jetzt einfach. Ich gucke erstmal, was ich mit Jard ziehe. Wenn ich das Card fordert ziehe und Gegner admittet sofort Defeat. Ja, das war einfach eine viel zu gute Hand. Gegner sidet nicht. Das ist kein Side-Deck? Okay, und der hat ganz schön viel Rating. Also entweder hat er gerade in Millisekunden gesidet oder er ist mit seinem Deck komplett zufrieden fürs Mirror-Match. Das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wir gehen Second. Second können wir auf jeden Fall... Ich bin kein Fan von Triple Mind Control. Aber es ist die Deckliste von Luca, mit der hat er getoppt. Und er wird ja Triple Mind Control nicht spielen, wenn er sie nicht auch boarden würde. Deswegen hauen wir sie alle rein. Wir probieren es mal aus. Wir vertrauen Luca da. Und im Mirror Match kann man eine Card Destruction immer sehr gut rausboarden, weil man die nicht unbedingt resolven will. Dann können wir nämlich auch einen Night is Silent cutten, weil der mit der Card Destruction sehr gut funktioniert. Ich cutte immer sehr gerne eine Deko im Mirror, weil die sehr verwundbar für Mind Controls und für Noblemans ist. Und ich glaube, Going Second können wir auch einen Shoot cutten, weil der im Late Game potenziell auch mal tot kommen könnte. Good luck, have fun! Können wir dieses Mirror-Match mit der Liste von Luca gewinnen? Mal gucken, wir haben direkt einen unserer drei Mind-Controls. Das ist nun mal, wenn man drei spielt, dann zieht man sie relativ oft. Und Going Second, ehrlich gesagt, I don't mind. I don't mind, sehe ich sie sehr, sehr gerne. Wir sehen Monster und zwei Backrow und ich ziehe in meinen Upstart Goblin. Okay, was ich noch gar nicht erwähnt habe, es gibt ein Deck-Profile von Luca, das habe ich auf dem Kanal, verlinke ich in der Videobeschreibung, falls ihr da auch mal Lukas Erklärung zu sehen wollt. Okay, so. Ich werde jetzt erstmal upstarten, gucken, ob ich einen Nobleman ziehe. Ansonsten bin ich einfach dazu verleitet, vielleicht einfach blind zu meinen Konnen. Ich kann meinen Gegner gerade... Okay, jetzt machen wir es auf jeden Fall, weil jetzt haben wir die zweite gezogen. Das heißt, selbst wenn das eine Niete ist, haben wir noch die zweite in der Hinterhand. Nobeln wir jetzt erstmal den Kaiku, gucken, was okay ist. Und ich kann, was ich eben sagen wollte, bevor ich die zweite gezogen habe, ich kann meinen Gegner halt noch relativ wenig einschätzen. Ich weiß nicht, wie er spielt, ob er jetzt noch... Desert Sunlight! Natürlich auch eine Möglichkeit, um Mind Control rumzuspielen. Interessante Karte, flippt Deko auf. Und dann kriegt er den Effekt, bevor sie rübergeht, right? Ja, so funktioniert das. Bei Channing 2 ist der Sunlight. Oder warte, funktioniert das so? Ja, die Deko, aber die Deko. Doesn't Deko trigger. In a new chain on my side? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Kriege ich jetzt nicht den Flip-Effekt oder trippe ich gerade? Wahrscheinlich liege ich gerade falsch, weil sonst würde man das Handler, glaube ich, nicht gegen Mind Control spielen. Ich habe mit. Okay, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Jetzt werde ich jetzt nicht googeln, ich vertraue meinem Gegner da. Der wird die Karte nicht ohne Grund spielen. Das ist so eine Regelfrage, habe ich mir nie wirklich drüber Gedanken gemacht, aber. Ich denke, das wird so sein. Also kriegen wir einfach nur ein bisschen Chip rein. Setze ich hier den Ring runter und die Deko geht wieder rüber. Desert Sunlight. Auch eine Karte, die man definitiv im Turbo spielen kann. Und Wing Blast von meinem Gegner mit Serpent. Das ist natürlich eine gute Karte. Verlangsamt uns hier enorm. Es sieht nach einem Game aus, in dem unser Gegner hier jetzt ein bisschen die Kontrolle behält. Addet auch die Serpent zurück. Macht er gut. Hat uns verlangsamt, ist also auch ein Wingblast, genauso wie wir in dem Bild. Und da kommt jetzt ein Tsukuyomi. Und er nimmt die Deko, er nimmt nicht den Kaiku, hätte den Kaiku damit ja outen können. Entscheidet sich aber dagegen, lässt den Kaiku on board, hat in Donnerdrache gezogen. Das heißt aber jetzt doch, dass er garantiert einen Out gegen Kaiku hat, oder? Weil sonst würde der Play relativ wenig Sinn machen.
Wir sehen eine Setkarte. Das wird das Kaiko-Out sein, most likely. Und wir ziehen jetzt leider in den bekannten Ring. Werden wir geshootet? Wäre nicht das Ende der Welt, denn die einzige Monsterkarte in Brand ist gerade tot. Gut, dann versuche ich hier anzugreifen. Wahrscheinlich werde ich wieder gewingblastet. Ich kann es mir vorstellen. Oder wir kriegen einfach den eigenen Ring ins Gesicht. Okay, was ich jetzt machen kann, ist, ich setze jetzt hier auf jeden Fall Ring und Wingblast. Und dann werde ich auf die Deko antworten können. Entweder mit Ring oder mit Wingblast. Ich glaube, mit Ring macht ein bisschen mehr Sinn. Einfach gerade, weil ich nicht so gutes Discard-Fodder für Wingblast habe. Deshalb. Okay, greift einfach mit der Deko an. Ist ein cleverer Zug, so verschwendet er die Deko nicht. Aber ich werde jetzt ringen, weil wenn ich erst die Zuko-Normal ringe, dann kriegt er halt nochmal 1-4 rein. Das wäre mir dann ein bisschen viel. So kriegt er jetzt ein Monster gesetzt, aber wir haben die Mind Control. Vielleicht können wir das abusen. Das wäre tatsächlich relativ cool. Ziehen einen weiteren Wingblast. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass es vielleicht ein Spy ist oder noch eine Deko. Irgendwas, was uns bringt. Jetzt wieder Desert Sunlight. Oh, wieder mit der Deko. Okay, Doppel-Desert Sunlight. Meine Güte, das ist... Das nenne ich mal Tech. Das nenne ich mal getecht gegen die Mind Controls. Wir haben die in Game 1 gar nicht gesehen. Das heißt vielleicht sogar Side-Deck-Tech extra... Obwohl, ne, er hat ja nicht geboardet. Also wird es wahrscheinlich im Main-Deck sein. Sehr interessante Karte hier. Jetzt haben wir den Wingblast. Und jetzt werde ich... Ja, ich behalte den BLS auf der Hand, weil wenn ich ihn Donnerstag ziehe, bin ich halt wieder drin. Und wir schicken jetzt mal die Deko back to deck. Jetzt hat er noch eine Zuko auf der Hand und Serpent und halt auch den Chaos Sorcerer. Jetzt muss ich eigentlich schon Donnerstag ziehen, sonst ist das Game ja relativ over. Also ja. Da dominiert er uns aber richtig gut mit seinen Tags. Muss man ihm lassen. Klappt richtig gut. Mal gucken, ob unser Deck uns hier rausholt. Wir haben ein paar Möglichkeiten. Da kommt die Zug, setzt den Zorg, spielt um Snatch rum, macht Sinn. Und wir ziehen einen Sangern. Ja, das wird uns helfen, einen Turn zu überleben. Außer unser Gegner hat einen Knock. Aber schauen wir erstmal, was jetzt kommt. Kommt der Knock? Jetzt kommt erstmal der Flip CS. Ne, der greift einfach nur an in den Sangern. Jetzt können wir uns hier einen Magician suchen. Das ist einmal gut, weil wir ja Mind Control recyceln können. Aber vor allen Dingen ist es gut, weil es unser Light ist. Und damit ist der BLS live. Und das ist eben unser Weg wieder zurück in dieses Spiel. Und der Gegner kann jetzt Dekuichi setzen. Kriegt dann wieder einen Draw und ja, wird dann einfach gewinnen, wenn wir keinen Schutz ziehen. Weil dann kann er einfach mit Zuko, Sorg und Deko genug Schaden machen über Moff. Wie in den Upstart, vielleicht ist das meine Rettung. Ja, der Nobleman hilft auf jeden Fall. Und diesmal haben wir kein Desert Thunder, was uns auf die Nerven geht. Also können wir jetzt hier die Deko einfach bannen. Wir verlieren eine aus unserem Deck. Ich habe ja eine rausgeboardet, falls ihr euch erinnert. Unser Gegner, ja, ist jetzt alle drei Dekos los. Er ist weiter auf drei Dekos. Ich meine, mit Doppel-Desert Sunlight macht das Sinn. Und sollten wir jetzt hier einen Turn überleben, dann sind wir eigentlich wieder relativ Gucci. Wir kriegen was... Ah, da kommt die Grace und ich denke, damit ist es vorbei. Ich denke, jetzt wird unser Gegner auf jeden Fall Möglichkeiten finden, den Magician zu outen. Wir sehen, die Serp, die discarded wird, die kannten wir. Und jetzt wird Nobleman oder Mind Control kommen. Und dann, oh, oder auch nicht. Oder auch nicht, dann werden wir jetzt wahrscheinlich gewingblastet. Nee, er greift einfach an. Okay, das ist wild. Das ist hier wild und ich hole mir die Mind Control zurück. Damit kann ich entweder das Flipmonster nehmen oder den Sorg outen. Okay, wir kriegen unseren Light in den Friedhof und wir sind irgendwie noch am Leben. Keine Ahnung wie. Ring ist raus, das heißt Ring auf B, das ist kein Win-Out für ihn. Und ich könnte jetzt hier die Set Mind Controllen, aber ich mache hier den Safe Play. Und der Safeplay ist BLS holen, das Setmonster banishen und dann den Chaos Sock Mind Controllen. Das ist hier auf jeden Fall der Safeplay und deswegen machen wir den. Trio Banish. Das war die Tsukuyomi, es war also ein ganz offensichtlicher Mind Control Bait. Macht ja auch Sinn und dann banishen wir genau den CS und jetzt sitzen wir immerhin auf einem BLS. Gegner Jard. Okay, er sollte genug Ressourcen haben. Hat er Light Dark? Nee, hat er nicht. Okay. Keine Ahnung, wie wir noch leben, aber wir tun's. Wir leben noch. Mal gucken, ob das reicht. Wir kennen nur die Serpent, aber es sind 7 Handkarten. 6 plus Serp. Da muss ja was sein, aber da kommt nichts. Wahnsinn. Wir ziehen in den Sorg und da kommt jetzt der Wingblast, der natürlich den BLS nimmt. Und das ist doof, weil ich habe weder Light. Ich habe einen Dark im Friedhof, aber keinen Light. Ja, das ist doof. Wir können nichts machen. Ich habe die Mirror Force, um potenziellen Turn zu überleben. Aber ich ziehe einen toten BLS nach. Also ich müsste 2 Züge überleben und das wird jetzt schon wieder unwahrscheinlicher. Ich glaube fast, Leute, dass das nichts wird.
Er hat, by the way, Thunder Dragon abgeworfen für Wingblast. Achso, nee. Ah, nee, alles gut. Er hatte die Thunder Dragon schon resolved. Ich dachte gerade, er hätte irgendwie auf der Hand, ohne zu resolven. Nein, nein, der war vorher schon da. Ich sehe keinen Weg, wie wir dieses Spiel gewinnen, ehrlich gesagt. Ja, jetzt erst recht nicht. Aber es, selbst wenn es kein Magician gewesen wäre, ich meine, wir ziehen einen toten BLS nach. Das wird nichts. Jetzt hat er den Storm. Damit kann er uns jetzt hier noch die Mirrorfoss nehmen. Und damit sind wir auf jeden Fall. Ich meine, wir müssen jetzt zwei Züge überleben. Das wird nicht passieren. Aber okay, er gibt uns immerhin einen frischen Draw. Ich meine, er wird jetzt hier ein Game nachziehen, sehr wahrscheinlich. Den Sangam Doppelspy. Warum macht er das? Er hatte doch Game. Na gut, er wusste nicht, was ich in der Hand hatte, aber. Naja, so jetzt. Er wird den Game nachgezogen haben. Wir brauchen hier nur ein Chaos. Aber wenn nicht, dann lebe ich noch. Und wenn ich jetzt hier ein Light nachziehe, der Breaker ist nicht Game. Das reicht nicht. Wir sind noch da, wenn ich jetzt einen Thunder Dragon nachziehe. Alles noch drin, alles noch möglich. Das ist das Schöne an Goat. Man kann sich jederzeit wieder umdrehen. Okay, wir sehen eine Background. Ich ziehe in Jar of Greed. Das ist nicht das, was ich gebraucht habe. Und das ist dann der Lux. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ich habe kein Light im Grave. Und ja, wir sehen den MST. Da werde ich jetzt nicht revealen, was da fest auch liegt, sondern einfach scoopen. Wir gehen in Game 3. Ich gehe auf jeden Fall wieder auf Triple Shoot. Und ich werde jetzt das Ceasefire reinboarden, weil der Satz Sunlight, damit kann ich der Satz Sunlight auskontern. Ich nehme sogar zwei Mindcons raus, weil er sie jetzt gesehen hat und weil er selbst der Satz Sunlight spielt. Ja, das wirkt auf mich vernünftig. Und ich glaube, Ceasefire kann ein guter Konter darauf sein, weil ich fange an. Also das heißt, ich habe die Möglichkeit, Ceasefire zuerst runterzulegen. Wenn er dann Monster und der Satz Sunlight setzt, kann ich Ceasefiren und der kann das Monster halt nicht triggern, dann ist dann der Satz Sunlight tot. Oder ich knocke, er der Satz Sunlightet und ich chaine Ceasefire. Dann fizzelt sein Desert Sunlight halt auch aus, weil das Monster wird aufgedeckt durch Ceasefire und kriegt den Effekt nicht. Also, ist, glaube ich, ein ganz nischiger Konter für genau diese exakte Situation. Und deswegen halte ich das für nicht schlecht. Gucken wir mal, vielleicht sacke ich ihn auch einfach wieder weg mit einer klassischen Turbo-Hand. Wollen wir mal schauen. Duo ist ein guter Start. Duo-Shoot, das sehe ich doch prinzipiell sehr, sehr gerne. Dann fangen wir hier mit einem Delinquent-Duo an. Man kann Duo auch halten, wenn man Shoot hat, aber ich bin kein Fan davon. Ich Duo trotzdem immer ganz gerne und Shoot dann danach, weil es ist ganz, ganz selten, dass mein Gegner dann irgendwie eine Möglichkeit hat, von 4 auf 3 Karten zu gehen, der Prio. So, Zuku und Spy werden discarded. Ich setze den Moff jetzt nicht, weil ich will erstmal scouten, ob er eine Mind Control hat. Das wäre für mich irgendwie doof. Setzen wir jetzt einfach mal Shoot, Jar und Mirror Force. Schauen wir mal, ob wir den Shoot resolved kriegen. Yes, kriegen wir Shoot, End of Draw auf den Phasenwechsel. Und was sehen wir in der Hand? Wir sehen keine Mind Control. Wir sehen Jar, Storm, CS, ja, und BLS Back. Wir sehen eine komplett tote Hand auf dem Gegner. Wird jetzt wahrscheinlich Storm. Dann verlieren wir unsere Mirror Force, aber es ist nur ein 1:1 Tausch. Ja, relativ easy hier den BLS zurückzuschaffeln, weil er ist besser zu CS und er ist ein potenzielles Light, was er braucht, weil er kein Light hat. Von daher relativ einfach so. Da kommt natürlich der Storm, dann kriegen wir immer noch unseren Jar-Draw raus. Und er hat jetzt nur noch den Chaos-Horser und seinen eigenen Jar. Mehr nicht, das ist relativ schwach. Wir ziehen ihn in Donnerdrachen nach. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Jetzt kann ich den Magician setzen, kann dann noch mit recyceln. Das sieht ziemlich gut aus. Beziehungsweise hier will ich lieber den Spy setzen, weil ich jetzt hier ein bisschen in die Offensive gehen möchte. Gegner hat einen sehr, sehr langsamen Start und das möchte ich ausnutzen. Und mit Spy können wir ein bisschen pressuren. Und ich habe noch nicht die besten Ziele, um die hier rauszubekommen. So, er jart jetzt. Ich hoffe, er zieht jetzt in zwei Donnerdrachen nach. Deswegen jart man nämlich nicht in der Endphase, damit das nicht passiert. Wäre ein witziger Punish, wenn das jetzt passiert wäre. Ja, ich habe halt nicht die guten Tage zum Moff. Ich habe halt nur Duo, was halt okay ist in dem Spot. Jetzt aber auch nicht so super gut, weil mein Gegner so low in Ressourcen ist, dass sich das auch nicht so wirklich lohnt. Und dann will ich hier lieber zwei Spies rauskriegen, einfach ein bisschen pushen, ein bisschen Damage reinkriegen. Wir sehen auch nur eine Backrow bei meinem Gegner. Er hat tatsächlich in den Donnerdrachen gezogen. Aber nur in einen. Okay, wir wissen jetzt, dass der CS in der Hand live ist. Ballert er ihn direkt raus? Ja, tut er. Er ballert ihn direkt raus. Das ist eine interessante Entscheidung. Ich könnte den jetzt wegwingblasten. Der wäre... Ja, das ist, glaube ich, gar nicht der schlechteste Play, to be honest. Es verlangsamt mein Gegner halt unendlich. Ich meine, er kann ihn nächste Runde wieder beschwören. Aber er muss dafür auch wieder einen Donnerdrachen abwerfen, relativ viele Ressourcen verbraten. Und es verlangsamt ihn einfach sehr. Und jetzt ziehe ich ja auch in den Storm. Kann natürlich ein eigener... Ich glaube, ich storme hier nicht. Es gibt ja zu viele Punishes, auf die ich keine Lust habe. Wir flippen jetzt hier einfach den Spy. Gucken, ob der durchgeht. Ist das okay? Kommt eine Response. Vielleicht war der Wingblast nicht der beste Play, to be honest.
Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr war der, glaube ich, ein bisschen verschwendet. Ich glaube, der Wingblast war nicht der beste Play. War ein relativ lucky Top-Deck von ihm, dass er da jetzt in den Donnerdrachen zieht. Aber ich meine, er hatte zwei Draws, er spielt drei Donnerdrachen. Gegner reagiert nicht. Daher assume ich jetzt einfach mal, dass es okay ist. Er schreibt. Beatute. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Yes, I absolutely need to. We are in a format with triple shoot and triple solemn. So, Gegner ist jetzt ein bisschen sauer, weil ich bei jeder Interaktion nachfrage, aber wir sind, wie gesagt, wir sind in einem Format mit drei Shoots und drei Solemns und mein Handywecker geht gerade. Warum? Nehme ich einmal nicht mitten in der Nacht auf. So, wir kriegen 2-4 Damage rein. Ich setze mal den Magician runter und ich setze den Storm. Kann ja ruhig die Backrow bluffen. Vielleicht ist er dann ein bisschen vorsichtiger mit dem CS. So, er hat CS, Doppel Thunder Dragon in Hand. Eine Karte, die ich nicht kenne. Da kommt der Discard Thunder Dragon, da kommt der CS. Das war klar. Und der will jetzt hier einen Spy banishen. Und jetzt muss ich irgendwie ein Out ziehen. Wenn ich eine gute Spell ziehe, habe ich natürlich meinen Moth, der hier Gold wert wäre. Schauen wir mal, ich ziehe einen Nobleman. Das ist keine gute Spell, leider. Und deswegen, ja, jetzt sieht es halt schlecht aus. Jetzt kann ich halt den CS nicht outen. Das ist so ein Punkt, wo dann Rageki Break wieder deutlich besser wäre als Wingblast. Deswegen mag ich Rageki Break persönlich auch mehr. Rageki Break hat Probleme entsorgt und Wingblast nur Probleme halt verzögert. Okay, und jetzt haben wir aber den Ring. Und der gibt mir dann die Möglichkeit, den CS zu entsorgen. Und das war ein Ring bei meinem Gegner, sehr interessant. Und jetzt kann seine komplette Hand wegduen mit Magician, was ziemlich, ziemlich nice ist. So, duen wir die Hand weg. Ich weiß, ein Donnerdrache ist drin, aber die andere Karte kann vielleicht gut für ihn sein. Deswegen nehme ich die hier gerne raus. Donnerdrache und Sakurezu-Rüstung, die er nicht gesetzt hat. Gut, wäre weggestormt worden, von daher wohl richtige Entscheidung. Und jetzt habe ich hier den Ring und den werde ich dann in der Draw-Phase aktivieren, damit er mir hier nicht den Magician wegbanischen kann. Und jetzt muss er topdecken. Ich meine, wenn er BLS toppt, haben wir einfach verloren. Aber das ist das Spiel, was wir manchmal spielen. Kein BLS. Und wir ziehen in unseren CS. Und jetzt ist die Frage. Nein, ich kann nicht auf Game gehen, weil ich keinen Dark habe. Oh, ich dachte, ich hätte hier einen Game-Shot, aber absolut nicht, denn mir fehlt ein Dark. Tja, unlucky. Und er hat Sakurezu-Rüstung fürs Mirror-Match drin. Habe ich jetzt erst realisiert. Das ist auch total weird. Das ist eine Karte, die man eigentlich nicht im Mirror-Match spielt. Naja, wir sind immer noch dead to BLS. Deswegen hoffen wir mal, dass er ihn nicht zieht. Das wäre ein bisschen kacke. Gucken wir mal. Wir sitzen weiter auf dem Thunder Dragon. Backrow scheint nichts zu machen. Und wir ziehen in ein Nidus Island. Und jetzt gehe ich hier, ich bin ehrlich mit euch, gehe für den Game Shot. Die Backrow sieht sehr tot aus. Und wenn er jetzt GT oder Force hat, ist mein Sorcerer live. Also normeln wir hier den Island und gucken, ob die Backrow wirklich tot ist. Kann tot. Es ist tatsächlich die Mirror Force. Es ist tatsächlich die Mirror Force, alles klar. Aber jetzt ist CS live. So, wir sind tot to BLS plus Normal Summon. Aber er muss sich dann auch erstmal durch die Backrow durchtrauen. Wenn er Monster setzt, können wir Nobleman. Jetzt haben wir gewonnen, perfekt. Wir können nochmal. Ich habe sogar den Pot gezogen, der aber total überflüssig ist, denn ich Nobleman hier jetzt einfach. Nehme die Tsukuyomi. Dann haben wir Banish Light, Banish Stark. Beschwöre den Chaos Forster. Der optimale Play ist jetzt trotzdem noch zu potten. Und unser Gegner disconnected. Yay! Das heißt, der zweite Win, weil unser Gegner DC. Diesmal ist es aber kein aufrichtiger DC, sondern es ist ganz offensichtlich ein Frust-DC. Wobei ich gar nicht verstehe, woher der Frust kommt. Ich meine, wir hatten jetzt nicht so übertrieben gut. Wobei wir hatten Duo-Shoot-Start und Gegner hatten einen kompletten Brick. Okay. Da kann man schon ein bisschen mad sein. Ansonsten ist er ja sauer auf uns, weil wir nach vernünftigen Responses gefragt haben. Tut mir leid, dass ich versuche, das Spiel richtig zu spielen, mein Freund. Aber ja, so ist das leider. Ich setze jetzt keinen Cut. Wir labern jetzt die Minute noch durch. Das kriegen wir hin. Können ein bisschen Revue passieren lassen. Und müssen dazu sagen, Game 1 haben wir einfach besser gehabt. Haben wir einfach unfassbar gut gehabt. Vielleicht auch da noch ein bisschen Salz von meinem Gegner. Vielleicht kommt er daher, kann ich total verstehen. Game 2, sehr coole Text von meinem Gegner mit Doppel-Desert Sunlight. Hat fantastisch funktioniert. Ich denke schon, dass das Ruling so richtig ist. Ich gucke es, glaube ich, mal zwischen den Aufnahmen nochmal nach, um nochmal 100% sicher zu sein. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das Desert Sunlight eben auch so funktioniert. Dass wenn man das mit Mind Control chained und ich glaube, ich werde das nochmal double checken, weil warum nicht? Können wir ja gerne machen. Ich werde jetzt hier nämlich dann eine kleine Pause machen nach dem Match. Das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich die World of God-Folgen jetzt nicht mehr unbedingt am Stück aufnehme, sondern auch mal mit mir ein bisschen Pause gönne, damit ich wieder fit bin. Wieder richtig schön labern kann und jetzt beiße ich in mein Mikro, das war nicht der Plan. Ich habe zwar Hunger, aber so dringend irgendwie auch nicht.
Naja, und dass wir dann eben wieder cooles Commentary genießen können. Und während wir das jetzt so beobachten, timed the Dons aus. Und wir kriegen unseren zweiten Timeout-Win für heute, der unterschiedlicher nicht sein könnte als der erste. Damit stehen wir 2-0 mit Lukas Chaos Turbo. Das wollen wir genauso weiterführen in Match Nummer 3 gegen True Sami. Wir stehen ja, wie gesagt, 2-0 mit Lukas Chaos Turbo. Und nochmal ein kleiner Nachtrag zum letzten Match. Ich habe mir die Regeln nochmal angeguckt und was auch nochmal ein bisschen rumgefragt. Und es ist tatsächlich so, wie mein Gegner gesagt hat. Bei der Situation Mind Control of Desert Sunlight zieht mein Gegner die Karte, weil die Aktivierungsbedingungen für die Dekuichi auf seiner Seite erfüllt werden und nicht auf meiner. Ist ein bisschen weirdes Ruling, wusste auch nicht jeder. Aber es ist so ein klassisches Good to Know. Jetzt weiß man für die Zukunft, deswegen mag ich Goat. Und man spielt es jahrelang, es ist eigentlich ein fixes Format, was sich nicht ändert und trotzdem lernt man immer wieder was dazu. Tja, Kinderkartenspiel könnte man sagen oder aber auch sehr komplexes Strategiespiel, würden die anderen sagen. Gucken wir mal, was wir jetzt haben, True Sami mit 423 Rating, wir dümpeln auf den 800er rum. Das ist so ungefähr immer das Rating, auf dem ich rumdümpel, wenn ich nicht wirklich grinde. Finde ich ganz witzig. So, man verliert ein paar, man gewinnt ein paar und wenn man dann nicht wirklich, wenn man halt so, ne, wenn ich aufnehme, wenn ich Joke spiele und so, dann bleibe ich irgendwie immer so fix in diesem Rating. Das ist ganz funny. Okay, Pot of Greed bei meinem Gegner. Hat jedoch relativ lange überlegt, bis er den runtergelegt hat. Aber jetzt haben wir ihn und ein Monster neben einer Backrow. Sehen wir wieder einen Turbo Mirror oder haben wir diesmal was anderes? Es sieht nicht nach einem Shoot in der Draw Phase aus. Das heißt, mein erster Move ist jetzt erstmal den... ich hoffe, das habt ihr auf der Aufnahme nicht gesehen. Habe ich mich einfach verklickt. Hoppala. Mein erster Move ist es jetzt hier, mein Duo zu zünden und den Kartenvorteil von seinem Pot quasi wieder zunichte zu machen. Keine Response anscheinend. Und dann snipen wir die Karte raus. Das ist eine Mirror Force. Das ist definitiv kein schlechter Hit und ein Spy. Er wirft einen Spy. Okay. Vielleicht liegt da sogar schon Spy Face Down. Ich lege jetzt hier mal meine Deko. In Game 1, wo man noch nicht um Mind Control rumspielen muss, ist das ein relativ safes Set, den man First Turn machen kann. Wenn er genowlement wird, geht die Welt nicht unter und wenn man den durchkriegt, ist halt nice. Unser Gegner setzt einfach nur eine Backrow. Wir ziehen eine Card Destruction mit Night of Silent und Flips in der Hand. Sehr interessant. Aber ich könnte sogar überlegen, jetzt zu Card Destructen. Aber ich glaube, ich warte lieber auf den Donnerdach und Draw oder so. So, kein Shoot, dann flippen wir jetzt die Deko und jetzt können wir anfangen, hier ein bisschen in Vorteil zu kommen. Und das ist gut, also eine Deko zu flippen ist tatsächlich wichtiger, als man denkt. Vor allem, wenn es wirklich ein Mirror-Match ist. Sehen wir eine Response auf die Flip-Beschwörung der Dekuichi? Nein. Und wir ziehen in einen Upstart. Okay, dann upstarte ich hier jetzt erst, bevor ich den Jar aktiviere. Vielleicht möchte ich den Jar ja dann doch noch halten. Und ich ziehe einen BLS nach. Okay, und jetzt ist Zeit für den Jar. Draws after draws after draws. Das heißt, jetzt werde ich auf gar keinen Fall die Card Destruction aktivieren. Und das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn heute los? Meine Güte, also DB ist laggy. Ja, aber so schlimm? Wird das heute eine Folge, wo wir nur die C-Wins haben? Das wäre absolut wild. Ich meine, der erste war ein True DC. Der zweite war kein DC, das war ein Rage Crit von unserem Gegner. Aber allein die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt wieder jemand DC sieht. Also DB ist heute relativ schwierig zu spielen. Aber ihr seht ja, bei mir geht es eigentlich. Und ja, das ist jetzt ein kleines Dilemma, in dem ich ehrlich gesagt bin. Weil normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, es scheint gerade echt schwierig zu sein, auf DB zu spielen. Dann nehme ich lieber erst morgen weiter auf. Weil ich will jetzt nicht jedes Game in einem DC-Win haben. Aber andererseits würde ich eigentlich ganz gerne den Part morgen veröffentlichen. Zumindest war das der Plan. Aber wenn DB gerade wirklich so unspielbar ist, weil ich will keine Matches cutten, aber ich will jetzt auch nicht 5 DC-Wins haben. Davon habt ihr ja nichts. Das ist ja kein guter Content. Eventuell kommt das Video jetzt einen Tag später, weil ich jetzt heute nicht weiter aufnehme, weil ihr seht, was passiert. Das ist gerade irgendwie ein bisschen doof. Naja, auch das gehört zur Grundlage dazu. Der Gegner scheint tatsächlich wirklich true zu DC'en. Das ist ja unglaublich. So kann man natürlich auch die Ladder grinden. Wahnsinn. Ja, ich glaube, das war's auch schon, wenn ich ehrlich bin. Das tut mir leid, aber das ist unser dritter Win. Wie gesagt, ich schneide keine Matches. Ich will die Bilanz auch nicht verfälschen, das gehört dazu. Bedeutet für euch jetzt, also heute ist Mittwoch.
Eigentlich wollte ich das Video Donnerstag raushauen, aber bin ganz ehrlich, DB ist mir geradezu unspielbar. Deswegen werde ich morgen, also Donnerstag, noch ein paar Matches aufnehmen, dann kommt der Part wohl erst Freitag. Sorry dafür, aber ich hab's lieber, dass ihr richtig guten Content kriegt, als dass das Video früh da ist. Von daher, ich meine, wenn ihr das Video seht, ist es sowieso da. Und ja, dann werde ich jetzt erstmal eine Pause machen. Aber für euch vergeht keine Zeit, denn es geht direkt weiter mit Match Nummer 4. Hätte ich jetzt als perfekten Übergang sagen können, aber wir brauchen schon perfekte Übergänge. Ohne coole Überleitung sind wir jetzt trotzdem in Match Nummer 4 gegen Sir Dorian. Und ich versuche es jetzt trotzdem nochmal am selben Tag aufzunehmen wie die anderen Matches auch. Und hoffe jetzt einfach mal, dass das eher so ein unglücklicher Zufall war, dass unsere Gegner jetzt reihenweise die Seeds sind und dass wir diesmal vernünftig spielen können. Denn ich würde die Aufnahme doch tatsächlich sehr gerne an diesem Tag durchziehen, da ja, ich auch nicht einfach jeden Tag Zeit habe aufzunehmen. Von daher gucken wir einfach mal. So, Set Monster by Sir Dorian. Wir starten wieder mit dem Pot of Greed, nicht zum ersten Mal heute. Und wir haben Doppel-Shoot und Duo. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich Duo tatsächlich wahrscheinlich sogar halten möchte, ehrlich gesagt. Wobei, ich kann die Duos auch aneinander chainen. Das geht auch. Riskiere ich zwar, dass eins vielleicht tot ist, aber... wobei ich wahrscheinlich eins sogar halten würde. Weil die Chance schon ganz gut da ist, dass man irgendwie durch das Flip-Monster was sieht oder so. Und wir haben Doppel-Magician, deswegen kann ich auch einen Magician setzen und das Duo wieder recyceln. Ich glaube, hier Duo ist trotz des Doppelschutz hier komplett fein. Also Duo'n wir erst einmal. Und ja, da kommt der Würfel geflogen, nach ein wenig Wartezeit. Nehmen wir die Karte weg und das ist ein Chaos Sorcerer. Und eine Card Destruction. Okay. So, ich werde jetzt die beiden Duos nicht aneinander chainen. Nee, ich werde sie nicht aneinander chainen. Ich riskiere damit, dass eins vielleicht tot ist, aber das ist jetzt nicht so super, super dramatisch. Gucken wir uns die anderen Gegner an. Ich hätte sie aneinander chainen können. Hätte funktioniert. Ja, so Nock, zwei Magician und BLS. Dann schaffen wir den BLS weg. BLS weg. Nock, zweimal Mob. Okay, er kann jetzt also unseren Morph wegnocken. Vielleicht flippt er jetzt erst noch seine Dekuichi. Oder irgendwie sowas, um seine Hand aufzustocken. Dann würde sich der zweite Shoot lohnen. Das wird ziemlich nice. Gucken wir mal. Warte mal. Ja, nee, alles gut. Kann ja gerade den Shoot nicht aktivieren, wenn Gegner zu wenig Handkarten hat. Aber ja, DB ist irgendwie komisch heute. Naja, manchmal gibt es solche Tage. So, knockt er jetzt zuerst und spielt dann mit um den zweiten Shoot rum. Ah, es ist ein 2. Okay, dann spielt er auch so um den zweiten Shoot rum. Ist ein bisschen schade, aber nicht super, super dramatisch. So, es wird auf jeden Fall der Knock kommen. Alles andere wäre sehr, sehr seltsam. Ja, da kommt der Knock. Nimmt den Magician und ich habe keinen weiteren im Deck, denn ich habe einen auf der Hand. Und spielt mein Gegner Triple Magician? Würde ich für relativ unwahrscheinlich halten. Deswegen, ja. Okay, er spielt nur 2, beide in der Hand. Deswegen passiert hier auch nichts weiter. Das war zu erwarten. So, 1, 2 geht rein. Wir kennen jetzt Doppel-Magician in der Hand. Das ist, ja, ich kann halt mit dem Magician auch wieder noch recyceln. Das ist ein bisschen doof. Ich ziehe eine Mirror Force. Ja. Dass er den Nock recyceln kann mit Magician ist ein bisschen nervig. Und deswegen muss ich jetzt hier den Spy normeln und über den Magician laufen, weil sonst komme ich gar nicht ins Spiel. Hätte ich die beiden Shoots geschaint, hätte ich beide Magicians reinschaffen können, das wäre besser gewesen. Er nimmt tatsächlich auch den Nock zurück, also kann ich jetzt hier nichts setzen. Weiß ich Bescheid. Und ja, wenn er beide Spies in Angriff dreht, kann ich Mirror forcen. Wenn er nur einen Angriff lässt, dann werde ich es nicht tun. Logischerweise, ich kann leider nicht shooten. Ich hätte beide Shoots chainen sollen. Das war ein bisschen zu greedy. Okay, Snatch. Ist die Frage, wie aggressiv er das mit den Spies spielt. Wenn er alle drei in Angriff geht, dann Mirror force ich einfach. Relativ logischerweise. Er kann sich hier erlauben, relativ offensiv mit dem Snatch umzugehen, weil er eben noch den zweiten Morph in der Hand hat. Und er geht nur mit Zweien rein. Das lasse ich durch. Da muss ich noch nicht forcen, vor allem, weil ich auch ein bisschen Life wieder zurückkriege durch das Snatch. Ja, und da kommt jetzt logischerweise der Magician Face Down. Letzte Handkarte ist der Nobleman, das wissen wir. Und ich ziehe einen Wing Wind Blast, der mir jetzt nicht so super viel bringt. Kann ich jetzt hier runtersetzen? Nicht die besten Voraussetzungen hier gerade. Dann mit dem Wing Blast den Snatch wieder hochspinnen. Mein Gegner damit ein bisschen verlangsamen. Aber gucken wir erstmal, was passiert. Flippt er den Magician jetzt zuerst? Nee, er greift weiter einfach mit den beiden Spies an. Das lasse ich einfach durch. Das ist okay. Das tut mir nicht so sehr weh. Ich kriege wieder ein bisschen Life zurück.
Und dann hebe ich mir meine Karten lieber auf und ich ziehe jetzt hier in einen Ring, was nicht der beste Top-Deck für den Spot ist, bin ich ganz ehrlich. Das ist alles nicht so super, super ideal. Jetzt bin ich gezwungen, meine Fallen hier langsam einzusetzen und wird ein bisschen eng. Vielleicht geht er jetzt auf den Game-Shot. Es kommt der Storm. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt hier ein bisschen Stuff chainen, wenn hier der Storm kommt. So, dann chainen wir jetzt den Ring auf den Spy. Und dann chainen wir Wingblast auf den Magician, damit der nicht geflippt werden kann. Relativ logisch. So, dann kriegen wir beide 1-2 Schaden. Und ich kriege meinen Spy zurück und überlebe dadurch. Er hat jetzt noch den Nobleman in Hand. Und wir wissen... Ah ja, und eine... Was ist das? Saarburg? Okay, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Ist das ein Clap? Oder ist das einfach nur ein Turbo, was Saarburg made? Okay, der Saarburg kam aus dem Nichts. Krass. Ja, gut. Gegner hat da ganz getopdeckt. Ich hätte einfach die Doppel-Shoot aktivieren müssen, hätte ich das wahrscheinlich gewonnen. Da war ich ein bisschen zu greedy. Oder halt mit Duo warten. Da muss ich gestehen, das habe ich nicht gut gespielt. Das habe ich wirklich nicht gut gespielt. Okay, wir gehen first. Ich weiß nicht, ob es ein Clap ist. Oder ein Turbo. Da es ein Clap sein könnte, möchte ich nicht komplett in die Mind Controls committen. Ich nehme auf jeden Fall Card Destruction und einen NA raus. Ich nehme eine Mind Control rein. Eine Mind Control, einen Kaiku. Ja, jetzt hat es auch reagiert. Ansonsten Triple Shoot können wir drin lassen. Good Deck, have fun. Das könnte die erste Niederlage werden im vierten Match. Nach 3 Siegen, so rum. Aber die Hand sieht ziemlich gut aus. Also eventuell können wir das hier auch wieder rumreißen. Ja, wenn DB möchte, DB möchte. Ja, DB ist wirklich schlimm heute. Meine Güte. Immer dann, wenn man aufnehmen will, funktioniert diese dämliche Seite nicht. So, ich ziehe eine Karte, gebe meinem Gegner 1000 Life Points und dann potten wir jetzt hinterher. Hoffentlich nicht 2 Donnersachen ziehen. Das wäre ein bisschen nervig. Ich habe kurz Angst gehabt. Aber es ist nur einer. Einer ist natürlich perfekt. Jetzt hätte ich gerne eine Grace oder so. Ist uns nicht vergönnt, aber die Hand sieht schon sehr, sehr gut aus. Vor allem der Shoot gibt uns ein paar Informationen. Und ich spiele in die Minecon rein. Ist ein bisschen greedy, aber ich will die Serpent auf der Hand behalten für Wingblast. Und wenn er die Minecon hat, dann hat er die Minecon, sagen wir jetzt einfach mal. Shooten wir und gucken, ob er die Minecon hat. Nein, hat er nicht. Sehr gut. Es ist, wie das auch genannt, Break, Mifo und Vortex. Vielleicht ist einfach nur ein Turbo mit Vortex. Und das ist eine interessante Hand. Auch Vortex ist eine Karte, die man nicht unbedingt Standard sieht. Und wir schaffen hier den Spy zurück, würde ich sagen. Ja, Deko. Oder wir lassen ihn im Spy und dann können wir dann wegnocken. Das ist, glaube ich, sogar besser. Weil dann nehmen wir alle Spies direkt raus. Wobei, ich möchte meine Spies gerne behalten, bin ich ehrlich. Dann schaffen wir lieber den Spy zurück. Also Deko und Saarburg und Spy zurückschaffen, bitte. Spy zurückschaffen, bitte. Sitzt mein Gegner jetzt also auf Ragiki Break, auf Mirror Force, auf Lightning Vortex, Dekuichi und Saarburg. Interessante Hand. Erstmal nicht so die beste Hand. Das ist entweder Break oder Mirror Force. Und jetzt wird hier die Deko gesetzt. Die kann ich dann wegsnipen. Ich könnte hier Wing Blasten, theoretisch. Ich glaube, es ist gar nicht so blöd, weil seine Hand halt super dead ist. Wobei, wenn ich knocke, dann wird sein Deck reshuffled. Das lohnt sich also nicht. Und da kommt direkt das Break und ich ziehe Grace. Das ist natürlich überragend. Grace ist natürlich absolut überragend. So, aber vorher nehme ich meine zweite Deko raus, weil die will ich jetzt hier nicht unbedingt nachziehen. Brauche ich nicht, also knocke ich zuerst, bevor ich grace. Ich habe diesmal keine Deko rausgeboardet, wie beim einzigen Match bis jetzt in dem Part, wo ich boarden konnte. Ging das auch nur auf 2 Dekos. So, und jetzt hauen wir die Grace raus. Wir wissen, die andere Backrow ist Mirror Force. Und direkt der Admit Defeat. Okay, wir gehen in Game 3. Ich meine, wir hätten jetzt mit Wing Blast die Backrow wegspinnen können, dann BLS Sum angreifen. Wir waren in so einem guten Spot. Das hätten wir wahrscheinlich sowieso gewonnen. So, Gegner, sehr, sehr schnell mit Zeiten fertig. Triple Shoot gefällt mir nicht in der Meta, vor allem wenn er sowas wie Vortex spielt oder so. Da können wir hier wirklich nochmal eine Mind Control reinbringen und committe ich nicht. In die 3 committe ich nicht in dem Matchup. Ich glaube, das geht schon klar so. Ich glaube, das Board so ist relativ stabil. Gucken wir mal. Ich glaube, ich habe das etwas bessere Deck, weil Vortex und Saarburg sind Karten, die halt bricky sein können, wie wir gesehen haben. Und ich glaube, indem ich die nicht spiele, müsste ich einen kleinen Vorteil haben.
Gegner hat direkt den Donnerdrachen, das ist schon mal ein guter Start. Wir haben hier auf jeden Fall das Risiko, unser erstes Match zu verlieren. Aber wichtiger ist, wir haben ein Match, wirklich. Das ist doch schon mal gut, dass das Match auch tatsächlich gespielt wird bis jetzt. So, zwei Backrow, ein Monster. Werden wir geshootet? Yes, werden wir. Okay. Eigentlich nicht so super okay. Ist immer ein bisschen nervig, Turn 1 geshootet zu werden. Aber das gehört nun mal zum Format dazu. Er nimmt sofort den Breaker. Also ist die andere Backrow keine Chainable. Davon kann man ausgehen. Oder es ist etwas, was er noch nicht committen möchte. Wird auf jeden Fall kein Jar sein oder ein zweiter Shoot, weil dann wäre ihm Breaker hier relativ egal. Wir haben keine Mind Control gesehen in Game 1. In Game 2, deswegen bin ich hier gewillt, die Deko zu gamblen. Auch wenn das ein relativ safe ist für ihn, da jetzt zu Mind Controllen. Aber gehe das Risiko ein, shoote und werde nicht gepunished. Okay, wir sehen wieder den Saarborg. Ja, den kann ich natürlich auch einfach rausholen. Ja, nehme ich überhaupt den Saarborg? Hat mir keine die Entscheidung vorweggenommen. Aber es ist tatsächlich auch richtig. Ja, er kennt ja meine Hand. Deswegen weiß er auch, Saarborg ist hier der optimale Pick. Shuffeln wir hier den Saarborg zurück. Das ist richtig. Der Breaker macht nicht viel, weil ich an Jar festhauen habe. So, das ist seine Dekuichi. Er kriegt einen Draw. Dann kommt jetzt der Breaker. Aber gut, den Breaker jetzt zu poppen, würde ja gar keinen Sinn machen. Wir kriegen einen Deko-Draw. Und dann kriegen wir jetzt den Breaker-Punch. Spy ist ein netter Top-Deck. Thunder Dragon wäre jetzt überragend hier zu ziehen. Ich ziehe leider einen Chaos Sorcerer, der ist nicht ganz so überragend. Und dann werde ich jetzt hier auch einfach Jarn. Für den weiteren Draw, weil ich brauche hier wirklich einen Thunder Dragon. Das ist klar, das ist ein Nobleman, der kommt leider eine Runde zu spät. Und jetzt muss ich hoffen, dass ich hinter dem Spy stallen kann. Backrow könnte ein Wingblast Break sein, das würde ein bisschen sacken. Aber wenn nicht, dann... Ja, okay, es ist tatsächlich... Es geht durch, das ist gut. Dass der Spy hier durchgeht, gibt mir eine Menge Zeit. Und das ist genau das, was ich jetzt hier brauche. Spy holt einen weiteren Spy und jetzt kann ich erstmal dahinter ein bisschen sitzen. Er hat noch einen Storm in der Hand. Zwei Donnerdrachen. So, das ist ein Set-Monster. Setzt die Deko in Defense und ich ziehe einen PT. In der Theorie eine geile Karte, bringt in der Praxis nicht so viel, weil der Breaker da immer noch mit einem Token steht. Das ist ein bisschen unpraktisch und deswegen Nobleman ich jetzt einfach mal das Monster weg. Was wir da erwischen, ist interessant. Das ist eine Night of Silent. Er hat also auf jeden Fall... Es ist wohl ein Turbo einfach mit Saarborg-Main. Interessant. Also ich habe noch einen Night of Silent drin gelassen und er ist einfach in 2 geblieben. Auch eine Sache, die jetzt nicht so super unwahrscheinlich ist. Mir fehlt immer... Sobald ich eine tolle Sache habe, ist total Party. Also ich brauche nur ein TD und es ist absolute Abfahrt. Aber das ist eben der Nachteil in Chaos Turbo. Man ist sehr, sehr abhängig von davon, Donnerdrache zu ziehen. Ach Gott, jetzt gebt den rüber. Snatch heißt, dass er wahrscheinlich Saarborg hat oder jetzt ein Chaos beschwört oder so. Ansonsten würde ich den Snatch nicht viel... er muss jetzt irgendwie in Saarborg kommen. Hat er wirklich wieder Donnerdrache? Okay, jetzt... er hat kein Leid im Friedhof, doch hat er. Okay. Bin ich tot? Noch nicht. Aber das ist eine Menge Damage. Das ist eine ganze Menge Damage tatsächlich. So, er banisht jetzt den Spy. Ich brauche einen Donnerdrachen. Er committet so hart da rein. Storm wäre auch okayisch, würde ich sagen. Aber ich brauche hier auf jeden Fall einen Donnerdrachen. Der ist super, super wichtig. Und dann ansonsten verlieren wir das wahrscheinlich. Thunder Dragon to the Rescue? Fragezeichen. Grace würde auch helfen. Dann könnte ich meinen BLS abwerfen, mit dem man sicheren Leid. Wingblast. Der wird mich, denke ich, nicht retten hier. Fürchte fast, der rettet mich hier nicht. Jetzt muss ich hier auf jeden Fall versuchen, mit dem Kaiku was zu machen. Normal Kaiku. Versuche über den TD zu rennen. Muss hier jetzt ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben, das ist keine Frage. Tag über den TD. Gucken, ob er da eine Response drauf hat. Wäre interessant. Mirror Force. Boah, okay. Das ist ziemlich schlecht. Das ist sehr, sehr übel. Sehr, sehr übel tatsächlich. Er wird halt mit Breaker... Ich muss jetzt hoffen, dass er mit Breaker den Wingblast snipet. Das ist jetzt meine Hoffnung hier. Wenn er den Wingblast snipet... Weil wenn er den Wingblast snipet, dann kann ich was zurückbouncen und dann spielt er vielleicht um Mirror Force rum und ich habe noch einen Turn. Ich kann BLS das Karten und komme hier vielleicht wieder rein. Er hat einfach den Storm. Aber das ist okay, weil ich meinen Tribe... Ich kriege ja meinen Spy wieder. Das heißt, das ist actually super fein. Ich spinne jetzt hier den Chaos Sorcerer zurück. Weil der gefährlich ist. Und ich kriege den Spy wieder. Das heißt, den Zug sollte ich überleben. Und das ist erstmal wichtig. Sei denn, er hat jetzt noch eine Normal Summon. So, da ist mein Spy. Hat er noch eine Normal Summon? Ne, er müsste doch ein TD in der Hand... Okay, er hat eine Normal Summon. Ja, haben wir ja verloren.
Das sagt. Ja. Habe ich da was falsch gemacht? Ich glaube nicht. Das war einfach nur relativ unfortunate. Ja, ich habe halt einfach keinen Donnerdrachen gezogen. Das ist der Nachteil an Chaos Turbo. Wenn man keinen Donnerdrachen zieht, dann verliert man eben. So. Und hätten wir noch einen Donnerdrachen gesehen irgendwie in naher Zukunft? Nö. Ja, das ist das. Der tut weh, der Loss. Bin ich ehrlich mit euch. Game 1 war vermeidbar, aber Game 3 war halt einfach. No Thunder Dragon, no Party. Gut, damit stehen wir 3-1. Und hoffen wir mal, dass wir da noch ein 4-1 draus machen. Sehen wir jetzt gleich in dem fünften und letzten Match für diesen Part. Brett Cooker 420, auch ein sehr außergewöhnlicher Username, ist unser Gegner. Wir stehen 3-1 mit dem Chaos Turbo von Luca und sind mindestens so gut wie das Flip-Aggro von Nico. Und gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar noch ein bisschen besser werden. Wir haben eine okaye Hand. Ist jetzt nicht überragend, ist jetzt aber auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist hier einfach, wenn wir geshootet, das sieht nicht so aus, vielleicht einfach Sangan Punch. Klar, Breaker sieht hier super verlockend aus. Aber ja, wir können uns den Breaker hier aufheben. Die Backdrop kann sehr gut enchainable sein. Brauchen wir nicht unbedingt reinspielen. Setzen wir mal den Shoot und den Jar. Hoffentlich werden wir jetzt nicht decreed. Nö, werden wir nicht. Standby Face. Wir können shooten und gucken, was unser Gegner hier spielt. Was sehen wir in der Hand? Das ist ein Control. Okay, hatten wir noch nicht heute. Wir sehen zweimal Meta. Wir sehen Book. Wir sehen MST. Und wir sehen Zuko und die Devour Lady. Zuko stört mich gerade nicht so. Also schicken wir die DDWL back. Die Devour Lady soll nach Hause gehen. Das ist eine sehr interessante Info, dass wir den MST bei meinem Gegner sehen. Deswegen werde ich jetzt den Jar lange, lange halten, weil wir da vielleicht dann plus 1 rauskriegen. Ja, kriegen wir einfach auch so schon. Gegner gibt uns das einfach gratis. Nice, brauche ich den gar nicht halten. Wir kriegen einfach den Draw. Okay, unser Gegner scheint wirklich komplett egal zu sein, ob wir Vorteil machen oder nicht. Rennt jetzt hier einfach über den Sangan rüber und gibt uns jetzt hier einen Free Search. Gibt einfach auch schon ab, obwohl wir noch suchen müssen. Keine Ahnung, warum mein Gegner es so eilig hat. Was suchen wir denn hier? Ich glaube, mit Wingblast in Hand gefällt mir die Serpent hier sehr, sehr gut. Nehmen wir die einfach und dann kommt unser Turn. Okay, die Backrow scheint nichts Offensichtliches zu Shane sein. Ja, dann haben wir einfach mal einen Breaker rein und poppen jetzt hier hoffentlich eine Mirror Force oder so. Das wird ziemlich nice. Es sind Codes. Hätte man vielleicht mitrechnen können in dem Control. Ja, hätte ich dann eine Sekunde länger drüber nachgedacht, wäre das vielleicht relativ offensichtlich gewesen. Aber gut, war halt bad von mir. So, er hat 2 Meter. 2 Stück. Das ist gut. Damit kann er auf jeden Fall eine Menge machen. Die erste Meta. Nee, ich warte auf die Zuko. Ich warte, dass er greedy damit wird. Genau, ich lasse ihn jetzt hier den Breaker einsaugen. Und dann wird er nämlich, wenn ich jetzt die Serpent setze, im nächsten Zug die Zuko beschwören, damit er mich Zuko locken kann. Und darauf kann ich titänen. Dann nehme ich ihm deutlich mehr und diese 1-6-Schaden, die machen mir gerade relativ wenig. Von daher kann ich mir das auch erlauben. Vielleicht setzt er jetzt noch einen Book runter. Das ist mir relativ egal. Aber die Zuko wird auf jeden Fall nächste Runde kommen. Das ist super offensichtlich. So, ich jar jetzt hier sogar in der Endphase, weil Control kann theoretisch die Crease spielen. Und dann möchte ich ein bisschen drumherum spielen und wir haben ein Duo gezogen. Eventuell snipe ich jetzt damit die Zuko raus. Damit ist die Falle, die ich quasi gelegt habe, nicht mehr ganz so fiktiv. Aber jetzt hier Duo halten macht doch relativ wenig Sinn. Gucken wir einfach, was wir treffen. Und wir snipen die 2. Meta und das sehe ich sehr, sehr gerne. So, er behält nämlich auch die Zuko direkt in der Hand, natürlich. Wir haben natürlich jetzt eine Gotthand mit Pot, brauchen wir nicht zu sagen. Ziehen wir leider noch in Spy rein. Und ein Shoot, also die Draws fahren es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber das ist auch nicht. So, mal so, jetzt hier die Serpent drunter, den Shoot können wir einfach setzen. Jetzt wird mein Gegner Zuko normeln, um ja, das Setmonster einzusaugen. Daraufhin können wir einfach gehen. Die Setkarte ist sehr, sehr wahrscheinlich ein Book of Moon. Beziehungsweise, nee, doch, muss das Book sein, weil wir wussten ja, die war in der Hand. Also, einfachste TT überhaupt. So, Setkarte ist ein Book plus eine Karte, die mein Gegner neu gezogen hat. Das kann nichts Brillantes sein. Wird auch einfach nur gepasst. Sicher sogar noch in The Night is Silent. Aber ich setze jetzt einfach den Spy runter mit Wingblast und das Game sollten wir hier sehr, sehr komfortabel gerade haben. Das sieht ausgezeichnet aus. Wir machen einfach Runde für Runde Vorteile. Da kommt ein Sangan, der stört mich überhaupt nicht. Der kann gerne in den Spy laufen, nimmt eine Menge Schaden dadurch. Und wir kriegen einen weiteren Spy aus dem Deck.
Okay, ich könnte meinen Gegner jetzt hier sehr verlangsamen, indem ich den Sangern wegwingblaste. Weil ich glaube, ich hebe mir Wingblast für ein ernsteres Problem auf. Wir haben sogar noch einen Knock hier. Also, ja, ich gehe jetzt hier full offensive mit den Spice. Mirror Force punisht mich, aber müssen halt Topdecks gewesen sein. Selbst wenn er die hat, wäre nicht so super dramatisch. Und ich will jetzt hier einfach Druck machen. Auf geht's. Spy, Attack. Geht durch. Ihr kriegt den Sangern Search, ist aber nicht schlimm. Alles, was er sich holt, kann ich relativ easy outen. Er nimmt auch schon den kompletten Kampfschaden. Hat also eventuell auch keine Goats oder so. Wenn er jetzt einen Flip holt, kann ich einfach nächste Runde knocken. Das ist die Warrior Lady, die ich schon zurückgeschaffelt habe. Die will er also hier unbedingt behalten. Okay, die könnte ich Wingblasten tatsächlich. Vielleicht mache ich das sogar. Da kommt die Warrior Lady. Ja, die kann ich gerade im Moment nicht outen. Deswegen ist es gar keine schlechte Idee, die einfach zu blasten. Wingblast. Verlangsamt unseren Gegner. Er zieht die Warrior Lady nächste Runde wieder. Bringt ihm nicht sonderlich viel. Er guckt in den Friedhof. Weiß nicht, was er da jetzt unchainen will. Er admittet einfach Defeat. Alles klar. Wir gewinnen Game 1 gegen Control. Das war relativ easy. Unser Gegner hat uns da so gut wie keine Gegenwehr gezeigt. Wir haben natürlich auch bombastisch nachgezogen nach dem ersten Turn. Muss man auch einfach anerkennen mit Pot und Duo. Aber da hat unser Gegner auch ja, mit MST auf den Jar und dann eine Tech into den Sangern ohne relativ viel Not. Hat es uns da recht einfach gemacht. Okay. Und Control. MST ist gegen Control ziemlich gut. Und sonst fühle ich eigentlich gar nicht so viel in dem Side-Deck. Going Second möchte ich auf jeden Fall ein bisschen Shoots reduzieren. Ich glaube, wir können. Ich glaube, ich nehme sogar alle raus. Dann können wir die Sakus reinnehmen. Die sind recht stark. Oh, ja, und Zuko. Zuko möchte ich auf jeden Fall in dem Matchup haben, klar. Kaiku ist auch ganz gut. Ja, Kaiku ist definitiv nicht verkehrt. Kann mal eine Serpent nehmen oder so. Ich lasse die. Ich lasse mal die Full Turbo Engine drin. Das Deck spielt ja 3 Jars. Und, ich glaube, ich lasse das sogar mit den Sakus ganz. Ich glaube, ich habe bessere Karten. Saku ist decent gegen Control. Aber vielleicht ballert er irgendwie in Decrease oder Mainty sogar. Und dann sind die auch relativ useless. Misty ist halt gut. Er beizt für wirklich Decrease sehen. Oder vor allen Dingen auch, um Tear-Plays zu punishen. Wenn Tear ein Monster equipped hat, unser Monster angreift, können wir mit MST das Monster snipen. Also die Equip snipen. Und der Tear wird im Kampf zerstört. Das ist eine ganz coole Interaktion. Mein Husten ist keine coole Interaktion, aber ja, darauf gehen wir dann ein. So, Pot of Greed von Brett Cooker plus du. Hatten wir eben, jetzt hat er, es ist nur fair. Solange er nicht die Grey snipe, ist eigentlich fein, das snipet den Jar. Und ich will den Sorg nicht abwerfen. Ich hasse Sorg abzuwerfen, also werfen wir den Ring ab. Sangern ist ja auch sehr wichtig, weil es das einzige bisschen Gas in der Hand ist. Werden wir jetzt geshootet, ist die große Frage. Nach dem Port-Duo-Start könnte das passieren? Nein, okay. Dann upstarten wir eine Runde und dann einfach Sangern normal ein bisschen reinpushen und Sangern kann uns die Serpent suchen. Unser Gegner hat ja schon gezeigt, dass er relativ, ja, ohne großartig nachzudenken in den Sangern auch rennt. Das heißt, wir können uns Serpent raussuchen und damit Grace anfangen zu plussen. Das, ist eine nette Sache. Und plus müssen wir, da kommt der Breaker. Wie gesagt, Gegner rennt halt einfach rein. Das haben wir in Game 1 schon gesehen. Das ist ihm relativ egal. Das heißt, wir haben hier die super sichere Serpent, kriegen den Darkham Grave. Und jetzt ist die Grace natürlich fantastisch, möchte ich sagen. Sangern triggert. Ja, DB immer noch mit kleinen Kinderkrankheiten. Nichts Neues heute. Holen wir die Serpent raus. Und sie in der Neide sein. Das ist natürlich brutal. Jetzt habe ich hier richtig viele Optionen mit Grace. Aber dann gracen wir erstmal. Und gucken, was wir hier ziehen. 1, 2, 3. Doppel-NA. Okay, Doppel-NA ist relativ pervers. Bin ich ganz ehrlich. Dann zeigen wir die beiden einfach vor. Sich selbst recyceln. Das ist gemein. Das ist gemein. Wir haben sehr, sehr gut gerade. Und jetzt kann ich ja einfach Tribe plus Serpent schmeißen. So, ist das okay? Kommt dann ein Solemn drauf? Nein. Und dann können wir einfach noch die Serpent discarden. Für Spellcaster und dann greifen wir für 1-6 an, haben die Tsukuyomi. Wir haben so viele gute Karten hier gerade. Das ist ja schon fast zu einfach. Aber unser Gegner hatte auch Pot Duo, von daher ist das auch noch kein Auto-Win. Wir haben noch eine Force zurück. Ja, gibt keinen Grund, die Serpent hier nicht auf die Hand zu nehmen. Und diese random Aussetzer bei DB immer, die sind ein bisschen nervig, aber gut. Serpent zurück auf die Hand. Pushen wir einfach für 1-6 rein. Gibt jetzt keinen Grund, hier uber-aggressiv zu spielen. Und dann setze ich jetzt hier Night of Silent, um eventuell einen Nobleman rauszubaiten, damit wir vielleicht nächste Runde Morph durchkriegen. Gibt keinen Grund, jetzt hier den Morph schon reinzurisken. Und dann sehen wir, okay, eine Kette von Goats und
Und Break. Break sniped uns die Force weg. Das heißt, wir werden jetzt ein Metaplay sehen. Ja, okay. Das ist fair. Ist jetzt nicht so super schlimm. Ich meine, er macht nicht mal irgendwie Vorteil mit dem Break. Wirft halt noch das Book ab. Was er drin lässt gegen Turbo. Auch eine interessante Entscheidung ist. So, da haben wir die Meta. Und jetzt irgendwie eine Lose-Lose-Situation. Er kann jetzt den Tribe nehmen, das Set-Monster rennen, aber dann poppen wir einfach den Ter. Kann auch sein, dass er Nobleman hat. Aber ja, wir haben Tsukuyomi. Wir haben so viele Möglichkeiten, jetzt hier zu outen. Hab jetzt hier nicht super viel Angst vor einem Ter-Play. Also, sehen wir den Nobleman? Nö. Einfach der Pass. Das geht natürlich auch. Ein schöner Breaker hier. Also ja, unsere Hand wird nicht gerade schlechter, kann man schon sagen. Und dann gucken wir einfach mal, ob die Tsukuyomi hier durchgeht. Normal Tsuku. Book Ter. Gegen einen Book abgeworfen. Das wäre ein mögliches Out gegen die Situation. Vielleicht hat er noch einen Break oder so. Ja, geht einfach durch. Attack. Sehen wir eine Saku? Sehen wir eine Mirror Force? Nö, geht einfach durch. Okay. Könnte schlechter sein, Leute. Könnte schlechter sein. Mein Husten könnte besser sein. Naja. Vielleicht sehen wir noch eine Meta oder so. Nö, wir sehen einfach nur einen Path. Und jetzt können wir hier anfangen, ein bisschen reinzugehen. Ja, ich glaube, ich flippe jetzt hier einfach den Night of Silence. Jetzt fange ich hier. Nehmen wir mal die Goat Tokens, dann kann er damit nichts mehr machen. Normal Breaker. Ich hätte jetzt auch Tsuku rausholen können. Aber ich nehme jetzt erstmal die Backrow weg. Ceasefire. Ja. Interessant. Schon super wild, dass wir Ceasefire boarden in dem Bild. Aber jetzt hat mein Gegner auch Ceasefire. Ja, soll er ruhig spielen. Macht uns gerade nicht viel aus. Wir sitzen auf einem super komfortablen Board. Und wenn man denkt, dass unser Gegner mit Pot und Duo gestartet hat, sind wir echt gut da rausgekommen. Gut, ich meine, der Grace war extrem lucky. Okay, Prem holt jetzt hier was zurück. Ja, muss er den Breaker holen? Dann kommt der Breaker auch. Aber was macht er hier? Er läuft über den Night of Silent. Okay, das kann er gerne tun. Aber was accomplished das für unseren Gegner? Nicht wirklich viel. Vor allem haben wir jetzt auch Möglichkeiten hier zu Gameshotten mit Snatch und Tsukuyomi, je nachdem, was die Backwater kann. Und ja, Bobby. Okay. Wir haben schon wirklich genug Stuff. Jetzt habe ich nämlich sogar den Chaos Walk live. Aber gut, dann versuchen wir jetzt einfach den Game-Shot mit Snatch und Tsukuyomi. Vielleicht hat mein Gegner noch eine Antwort darauf und falls nicht, ist es einfach schon over. Und Tsukuyomi target den Breaker. Keine Response. Flippt den Breaker und rein damit. War es das schon? Nein! Wir sehen die Ghostbomb gehen. Okay. Gegner fightet also zurück. Normes haben wir gebraucht. Jetzt den CS rausholen wäre totaler Quatsch. Ich hätte Donnerdrachen abwerfen müssen. Das habe ich jetzt vergessen in Manifest 2. Da war ich jetzt ein bisschen zu sehr in Autopilot. Mal gucken, ob es gepunished wird. Ja, wie gesagt, ich bin gerade mega in Autopilot. Ich glaube, das merkt man, weil das Match, ich habe so viel Vorteil. Aber da muss man konzentriert bleiben. Also, es kann gepunished werden. Dover Fehler von mir. Mal gucken, ob es gepunished wird. Nö. Glücklicherweise nicht. Okay, ich gehe jetzt hier aber nicht auf den Game Shot, oder? Ich glaube, ich normal jetzt hier. Ich habe relativ wenig Life. Ich greife mal mit dem Breaker an. Machen wir das ein bisschen konservativ hier. Mein Control ist jetzt eine Karte, vor der ich ein bisschen Respekt haben muss. Deswegen werde ich jetzt hier nicht den Magician setzen, aber ich werde den Night of Silent setzen. Weil Night of Silent kann ja noch einiges outen. Wenn der gemeincontrollt wird, ist das nicht so dramatisch. Dann hätten wir sie rausgebaitet und die hat noch ein Monster aufs Board bringen, ist generell nicht schlecht. Um jetzt hier nicht, ja, irgendwie geblowoutet zu werden von irgendwas. Hat mein Gegner überhaupt Light Dark? Nee, nicht mal. So, Tsukuyomi bei meinem Gegner. Jetzt den Breaker. Wissen wir, dass er hat, was er den hat. Greift hier bei dem Breaker an. Kriegt die Tsukuyomi jetzt zurück. Und jetzt können wir, ja, sogar versuchen, hier eventuell zu gewinnen. Gucken wir einfach mal. Also wir fischen jetzt quasi erstmal für einen TT. Also wenn mein Gegner einen TT hat, dann kommt er jetzt. Den können wir jetzt hier einfach relativ sicher den CS schwören. Vom Farms Up bekommen, also kein DT. Also können wir jetzt hier auch versuchen, für Game zu gehen. Flippen wir den Night of Silent auf. Dann Normal Tsukuyomi. Target den, um den zu verdecken. Und das ist jetzt Game on Board. Gucken wir, ob es klappt. Check Chaos Orc. Nein, es klappt nicht. Da ist Rikiki Break. Unser Gegner hängt an seinem Leben ganz offensichtlich. Wirft den Ring ab. Interessant, dass der nicht fest down gelandet ist. Aber gut, also ich sehe den hier auch gerne abgeworfen, muss ich sagen. Kriegen noch die 1-1 durch Tsuku rein. Da wir Doppelknock haben, kann ich einen als Bluff setzen. Vielleicht ist unser Gegner vielleicht ein bisschen vorsichtiger, wenn er jetzt hier irgendwie doch noch einen richtig guten Play hat. Ja, wir haben immer noch den Ladezahlen-Set. Wir kontrollieren das hier ganz, ganz sicher runter. Der Gegner hat immer noch kein Lightning Grave. Da muss jetzt irgendwas Großes kommen. Nobleman hilft auf jeden Fall. Ja, das war mein letzter. Anderer ist im Grave. Ich bezweifle, dass mein Gegner Ladezahlen spielt. Wir sehen nur eine Set-Karte und der Pass an mich. Und das ist ein Kaiku.
Das ist eine schöne Karte, mit der ich jetzt hier offensiv gehen kann. Ist leider noch kein Game, da fehlen 100 Punkte. Aber wir können den Friedhof leeren. Wir zwingen jetzt dazu, Removal zu nutzen, wenn er eins hat, was er nicht hat. Was schon krass ist. Und jetzt können wir ihm ja auch noch seine beiden Monster aus dem Friedhof nehmen. Hat nämlich nur zwei Breaker und Tear. Und dann können wir hier wieder einfach passen. Gegner auf 100 Life muss jetzt irgendwas möglich machen. Wir haben Knock, wir haben alles in der Hand. So viel haben wir gar nicht in der Hand. Snatch. Okay, Snatch könnte ja nervig werden. Ja, ich meine, wir haben Tsukuyomi plus Knock und da kommt Tsukuyomi vom Gegner. Das macht eine Menge Schaden. Er hat zum Glück Ring abgeworfen, das könnte er jetzt mit Ring hier einen Draw forcen. Ceasefire ist raus. Das wäre jetzt auch nochmal eine Möglichkeit, die wir irgendwie verlieren können. Nicht, dass er irgendwie noch Barrel spielt oder so. Ich überlege jetzt ja gerade in meinem Kopf, was unsere Loose Options sind. Aber ansonsten habe ich jetzt Tsukuyomi plus Nobleman for Game. Was halt nice wäre. So, was hat er rausgenommen? Okay. Chaos Hawk plus Nidus Silent. Fair. Jetzt wird noch die Tsukuyomi angreifen und wenn die Backroom nicht live ist, haben wir jetzt gewonnen. Von daher schauen wir mal. Spy. Ich könnte auch den Spy setzen. Aber ich gehe ja für den Game Shot. So. Gehe auf jeden Fall für den Game Shot. Ich meine, wenn wir jetzt Solemn verlieren wir. Weil ich könnte auch einen Nobleman haben, von daher muss ich das, glaube ich, hier so machen. So, Nobleman, den Kaiku. Können wir jetzt für Game angreifen? Ich glaube, das war's. Gegner. Oder hat er doch noch die Backroom live? Ist live, es ist ein Bug. Ah, Wahnsinn. Okay, unser Gegner lebt immer noch. Das ist krass. Und langsam wird es ein bisschen gruselig. Ich meine, Nobleman plus Kaiku, wir haben verloren. Da ist die Devourer Lady. Okay, die kann natürlich über die Tsukuyomi angreifen. Ich muss die Devourer Lady bucken, was ich auch möchte, denn ich habe ja noch einen Nobleman in der Hand. Jetzt ist der... you can't flip it. Kannst die Voile nicht einfach aufdecken. Du hast mit dir angegriffen. Und du hast den im Zug beschuldigt. Also zwei Gründe, warum es nicht geht. Und jetzt haben wir den Game Shot mit Spy. Und ich kann Zuko nicht. I couldn't target. Okay, ich kann Zuko in dem Moment nicht targeten, weil es ja schon zerstört wurde. Ja, damit haben wir ein 2-0 gegen Gold Control zum Abschluss. Und damit gehen wir 4-1 aus der Folge raus. Leider zwei Matches nicht wirklich gespielt, weil da einfach Disconnects waren. Aber das ist immer das, was manchmal passiert. Weil jetzt der Zufall der Ladder passiert. Dafür ist die Folge jetzt nicht so super lang wie letztes Mal. Aber es ist, glaube ich, auch das uninteressanteste Deck von den Top 8 Decks. Von daher werdet ihr mir das wahrscheinlich verzeihen. Und jetzt cutte ich noch einmal schnell zu einer Analyse. Und da wären wir bei der Abschlussanalyse für diesen Part. Wir haben mit Lukas Chaos Turbo ein 4-1 erzielt. In der ersten Runde ging es gegen Chaos Monarch. Gegen denselben Spieler, gegen den wir am Ende des letzten Parts verloren haben. Leider konnten wir das Match nicht ausspielen, weil er Deceit ist im Game 1. Dann haben wir 2-1 im Chaos Turbo Mirror Match gewonnen. Und dann hatten wir in der dritten Runde tatsächlich ein Matchup gegen einen Earth Aggro. Das habe ich dann im Replay gesehen, denn der gute Spieler ist ja leider auch im ersten Game Deceit. Da habe ich aber gesehen, dass Karten, also sein Z-Monster waren Spy. Spielt man ja auch in Earth Aggro manchmal im Main, werden wir ja in diesem Projekt auch noch spielen, bei der Liste von German DLS. Und dann waren eben Gigante, Smashing Grounds, Dust Tornado, also man hat gesehen, dass es ein Earth Aggro war. Das Match haben wir zwar gewonnen, aber auch nicht wirklich gespielt, wegen dem DC leider. Dann ein 1-2 in einem Chaos Turbo Mirror Match, war ein interessanter Bild mit Sabok und Vortex. Der hat uns dann überrumpelt und am Anschluss dann nochmal ein lockeres 2-0 gegen Goat Control. Dadurch dann ein 4-1. Wir sind mit unserem ersten Deck mit dem Flip Aggro 3-2 gelaufen. Und dadurch entsteht ein Gesamtstand von 7-3. Das lässt sich doch sehen. Das hier ist die Liste. Und ich glaube, ihr habt in dem Part genug Action von dem Deck gesehen. Ist ein Standard Chaos Turbo. Das Kreativste daran ist das Side-Deck, wo ein paar ungewöhnliche Entscheidungen sind. Riesen-Shoutout nochmal an Luca. Wie gesagt, du guckst das hier wahrscheinlich. Richtig geile Performance von dir. War auch schön, dich auf dem Event zu sehen. Und Glückwunsch zu deinem ersten Gold Grand Prix Top. Zu deiner super Performance. Ein Deckprofil von Luca ist auf meinem Kanal. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung, genauso wie die Deckliste. Die verlinke ich euch in der Videobeschreibung und außerdem auch noch die Top 8 Decklistenanalyse, die ich mit dem guten Grumpelstießchen gemacht habe. Da gehen wir auch nochmal ein bisschen ausführlicher auf die Decks an sich, also auf alle Top 8 Listen ein. Ansonsten, wie gesagt, danke für den gigantischen Support von euch. Wir stehen kurz vor den 500 Abonnenten. Falls ihr noch einen Anreiz braucht zu abonnieren, bei 500 Abonnenten gibt es einen Discord-Server. Community-Discord-Server für euch, von mir, für euch, mit mir. Ich bin natürlich sehr involviert und dann können wir in Zukunft nochmal ein bisschen besser in Kontakt treten. Ansonsten geht es dann in ein paar Tagen weiter mit der nächsten War2Gold-Folge und da widmen wir uns dann dem nächsten Top-8-Deck
vom Gold Grand Prix in Halle an der Saale. Danke euch wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einem alten oder bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, Returnal out und ciao.